Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch mein neues Designpapier zeigen. Das könnt ihr ab sofort in meinem Etsy-Shop erwerben. Ja, es sind wieder 14 schöne Designpapiere entstanden, die ihr euch selber ausdrucken könnt und ja, in Formen und Farben so oft drucken könnt, wie ihr gern möchtet. Das ist ja der große Vorteil an selbstgemachtem Designpapier. Wenn euch bestimmte Blätter gar nicht gefallen, lasst ihr die einfach weg. Wenn euch bestimmte Blätter total super mega gut gefallen, dann druckt ihr sie richtig oft aus. Ich habe diesmal ja, in Grün gearbeitet, weil ich bisher noch nichts Grünes an Designpapier hatte. Und eben sehr vintage-mäßig bzw. so floral gearbeitet, weil ich das doch sehr, sehr schön finde, wenn man damit Bücher dekoriert. Habe diesmal bei dem Designpapier mit gemalten Blumen und Blättern gearbeitet, die ich ja, rauf verteilt habe auf dem Blatt. Dabei habe ich einmal mit Reingrün gearbeitet oder eben in verschiedenen Farben mit Brettern und Holz, weil ich finde, das passt einfach super, super gut zusammen. Und das waren jetzt diese kranzartigen Sachen. Und hier habe ich dann mit einem kleinen Rosenbusch gearbeitet. Ja, schlagt mich nicht, wenn die Blütenblätter jetzt oder die grünen Blätter jetzt nicht perfekt wie Rosenblätter aussehen. Für mich war einfach nur wichtig, ja, dass es schön aussieht und mir gefällt. Und ich achte da jetzt nicht auf die anatomische Richtigkeit. Ich habe dabei mit stark gedrucktem Motiv gearbeitet oder hier mit so einem, ja, leicht verwaschenem Motiv. Ich fand nämlich beides sehr, sehr schön, konnte mich nicht entscheiden, was ich besser fand. Und das ist jetzt das Tolle an Designpapier. Entweder man nimmt es so ein bisschen mit Wasserfarbentechnik oder man nimmt es halt stark gedruckt, ne? Und druckt sich das so aus. Die grünen Papiere sind immer passend zu den einzelnen Seiten. Also ihr seht, ich habe mit drei verschiedenen Brauntönen da auch gearbeitet oder Grüntönen. Und ja, man kann sich halt das richtig toll aussuchen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich mache jetzt ein schönes Album, habe jetzt das in der Mitte und möchte am Rand nur die braunen, dann drucke ich mir das und das halt doppelt aus. Das finde ich halt persönlich sehr, sehr cool. Ja, und so hat man dann jedes Designpapier. Ich habe natürlich auch noch, damit man auch noch mit den Grüntönen so ein bisschen arbeiten kann, gerade die ich hier am Anfang benutzt habe. Ne, ja, auch wieder variieren kann, wenn man zum Beispiel ein Album nur so machen möchte. Oder was ich mir auch hier ganz toll vorstellen kann, wenn man sich eine Geburtstagskarte machen will und dann hier die Zahl noch als ja, Ausdruck sich macht oder als Stanze. Ja, gefällt mir das ganz gut. Und ich hoffe, es gefällt euch genauso gut wie mir. Das könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Als nächstes werde ich wahrscheinlich irgendwas mit Lila machen. Das hattet ihr neulich schon mal geschrieben, dass ihr gerne irgendwas mit Lila haben möchtet. Mal gucken, was meiner Fantasie da entspringen wird. Ich freue mich jedenfalls, wieder ein neues Designpapier fertig zu haben. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bye, bye!